Oi, da was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Heute mit dem Review zu dem Pendulum Structure Deck. Beziehungsweise Master of Pendulum heißt es richtig. Es kommt diese Woche raus und bringt, wie jeder weiß, krassen Support für die Pendel Decks. Mit den Magicians, die zwei Structure Decks davor, Hero Strike und das Synchron Structure Deck, waren ziemlich gut. Hatten interessante Karten drin. Das Hero Zeug hatte halt diese ganzen neuen Heroes und ein paar interessante Reprints. Und das Synchron-Deck hatte sehr viele interessante Reprints. Das Pendulum-Deck jetzt hat nicht wirklich interessante Reprints. Ein paar werde ich gleich noch nennen. Ansonsten, wie ihr hier sehen könnt, eigentlich nur alle Dinger mit OCG-Zeichen sind interessant. Den Rest kannst du eigentlich vergessen. Abgesehen eben von Chaos Hunter. Die ist ganz interessant. Gab es davor, glaube ich, nur Secret Rare. Und konnte man auch in manchen Side-Decks spielen. Also, die waren nicht so schlecht. Layla, aber von der gibt es schon mehrere Reprints. Dann Sacred Sword, auch wenn man es zurzeit nicht spielt. Interessante Karte. Und die Trap Tricks, Nightmare Trap Hole. Vielleicht kann man noch Summoner's Art und Terraforming erwähnen. Die sind vielleicht ein bisschen interessant, aber jetzt auch nicht wirklich so viel. Ansonsten kommen wir direkt zu den neuen Karten. Dann haben wir als erstes Dragon Pulse Magician. Level 4 Spellcaster. Skala 1, 1,8 ATK, normales Monster, nur ein Pendel-Effekt, einmal pro Runde. Wenn du in deiner anderen Pendelzone eine Magician-Karte kontrollierst, kannst du ein Pendel-Monster abwerfen und ein offenes Monster auf dem Feld wählen und es zerstören. Was zurzeit im jetzigen Meta-Format nicht wirklich sehr effektiv ist, aber er hat solide Werte und ist Level 4. Dann haben wir als nächstes Dragon Pit Magician, 7 Sterne, Skala 8. Schreckliche Werte, auch wieder ein Normalmonster, nur Pendel-Effekt. Und der kann halt genau dasselbe, nur kannst du eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Feld wählen und zerstören. Was schon mal auf jeden Fall tausendmal besser ist. Und dass er Skala 8 ist, ist auch ein bisschen interessanter als Skala 1. Gibt mehr Optionen. Als nächstes haben wir da Noble Dragon Magician, Level 3. Pendel-Effekt, wenn du in deiner anderen Zone keine Magician-Karte hast, wird die zerstört. Was ziemlich schlecht ist, sprich man will die wahrscheinlich nie als Pendelzone ausspielen. Skala 5 übrigens. Und der Monster-Effekt ist, wenn diese Karte in deiner Hand oder in deinem Friedhof ist, kannst du ein Level 7er oder höher Odd-Ice-Monster wählen, das du kontrollierst, dessen Stufe um 3 reduzieren und falls du das tust, kannst du den Noble Dragon spezial beschwören. Und der kann nicht für Synchro-Beschwörungen verwendet werden, außer für Drachen-Synchro-Monster. Und falls er für eine Synchro-Beschwörung verwendet wurde und das andere Monster kein Odd-Ice-Monster war, wird der zurück unter das Deck gelegt. Interessanter Effekt, sich aus dem Friedhof zu specialen ist immer gut, aber Effekt ist halt nur für Odd-Ice-Decks relevant, die Odd-Ice-Varianten halt. Dann haben wir als nächstes Oath Dragon Magician, Pendel Skala 2, Level 6. Pendel-Effekt ist, falls du in deiner anderen Pendelzone eine Magician-Karte kontrollierst, kannst du eine offene Magician- oder Odd-Ice-Pendel-Monster-Karte von deinem Extra-Deck zurück auf die Hand holen, außer Oath-Dragon. Und der Effekt geht natürlich nur einmal pro Runde. Aber klingt schon mal gut, plus 1, kannst Ressourcen wiederverwenden. Und dann der Monster-Effekt ist, falls diese Karte normal oder spezial beschworen wird, kannst du ein Magician-Pendel-Monster oder ein Odd-Ice-Monster in deinem Friedhof wählen und es auf deine Hand zurückholen. Auch ein interessanter Effekt, aber ich weiß nicht, wie oft man den beschwören will. Vor allem hat der Level 6, ist ein bisschen komisch. Als nächstes haben wir Wisdom Eye Magician. Licht, 4 Sterne, Skala 5. Pendel-Effekt ist, falls du in deiner anderen Zone eine Magician oder Performer-Karte kontrollierst, kannst du ihn selber zerstören. Und falls du das tust, kannst du ein Magician-Pendulum-Monster direkt von deinem Deck in die Zone legen, außer Wisdom Eye Magician. Und der Effekt ist nicht limitiert auf 1 pro Runde. Sprich, die erste Kombo, die mir direkt einfällt, ist, du zerstörst ihn selber und suchst dir den von davor Off-Dragon Magician, legst das in die Zone und damit nutzt du Off-Dragons Effekt, holst von deinem Extra-Deck den Wisdom Eye zurück auf die Hand, den du halt gerade benutzt hast. Und dann kannst du den Wisdom Eye nochmal aufspielen, nochmal seinen Effekt machen, also Combo-Wombo. Und sein Monster-Effekt ist, du kannst den discarden, dann eine Karte in der Pendelzone
wählen, dessen Pendelskala anders ist, als es üblich normalerweise ist. Und dessen Pendelskala wird wieder auf die normale Skala verändert. Ich weiß nicht, wann das der Fall sein sollte. Auf jeden Fall Monster-Effekt klingt ziemlich schlecht, aber dafür der Pendel-Effekt richtig krass. 1.5 ATK auch solide. Und 1.5 Death auch noch. Das war's an den Magicians. Jetzt kommt als nächstes Performable Skullcrabble Joker. Finsternis Level 4, Skala 8. Und 1.8 ATK. Ziemlich solide Werte. Pendel-Effekt ist, du kannst keine Pendelbeschwörungen durchführen, außer Performable, Magicians und Odd Eyes. Und der Effekt kann nicht negiert werden. Unser Monster-Effekt ist, falls er normal beschworen wird, kannst du ein Performable, Magician oder Odd Eyes Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Also Stratos für diese Pendelviecher. Stratos immer gut. Dann kommen wir zu den Zauberkarten. Dann haben wir als erstes Sky Iris, Spielfeld-Zauberkarte. Ist ja ein neuer Trend, dass die neuen Decks meistens immer eine Spielfeld-Zauberkarte jetzt bekommen. Und ihr Effekt ist, dein Gegner kann keine Magician, Performable oder Odd Eyes Karten in deiner Pendelzone mit Karteneffekten wählen, zielen. Du kannst eine andere offene Karte wählen, die du kontrollierst, zerstören, und falls du das tust, kannst du eine Odd Eyes Karte von deinem Deck auf die Hand holen. Und der Effekt geht natürlich nur einmal pro Runde. Also auch eher nur für die Odd Eyes Varianten interessant. Mal schauen, wie krass die werden. Wir werden uns versuchen, noch eine von diesen Odd Eyes Varianten anzuschauen für euch und dann vielleicht einen Deckprofile zu machen oder sowas. Dann kommen wir zu Pendulum Call. Ich habe schon von der Gerd von Tati, der hat die krass gehypt. Und zwar kannst du eine Karte discarden und zwei Magician Pendulum Monster mit verschiedenen Namen von deinem Deck auf die Hand holen. Was ziemlich krass klingt. Vor allem kannst du dann diese Combo, die wir vorhin entdeckt haben, direkt auf die Hand suchen. Also scheint alles sehr konstant zu sein, alles suchbar. Und ihr Weitergeffekt ist, bis zum Ende des nächsten gegnerischen Zugs, nachdem diese Karte resolved ist, können Magician-Karten in deiner Pendelzone nicht zerstört werden durch Karteneffekte. Und du kannst nur einen Pendel-Call pro Runde aktivieren. Und du kannst die Karte nicht aktivieren, falls du in diesem Zug Magician Pendulum Monster-Effekte benutzt hast, beziehungsweise den Pendel-Effekt von Magician Pendulum-Monstern. Dann haben die auch noch ein Synchro-Monster und ein Exit-Monster bekommen. Als erstes haben wir da Odd Eyes Meteor Burst Dragon. Level 7 kann man einfach so beschwören, keine Einschränkungen. Wenn diese Karte spezial beschworen wird, kannst du eine Karte in der Pendelzone wählen und sie spezial beschwören. Aber diese Karte kann für den Rest des Zuges nicht angreifen. Und du kannst diesen Effekt von Odd Eyes Meteor Burst Dragon nur einmal pro Runde aktivieren. Und gegnerische Monster können in der Battle Phase ihre Effekte nicht nutzen, also so eine Art Armadas. Nur besser, da das für die ganze Battle Phase gilt und nicht nur, wenn der angreift. 2.5 ATK, 2000 Death. Ist solide. Wahrscheinlich nur für Odd Eyes Decks. Dann haben wir noch als letztes Odd Eyes Absolute Dragon. Level 7. XYZ, 2.7er braucht er. Und der hat so einen ähnlichen Effekt wie Utopia. Wenn der Gegner, wenn ein Monster einen Angriff deklariert, kannst du ein Material detachen und dann den Angriff negieren. Aber jetzt hat er noch einen zusätzlichen Effekt, und zwar kannst du dann ein Odd Eyes Monster von deiner Hand oder deinem Friedhof spezial beschwören, nachdem du was detached hast. Und falls dieses XYZ beschworene Monster auf den Friedhof geht, kannst du ein Odd Eyes Monster von deinem Extra Deck spezial beschwören. Außer Odd Eyes Absolute Dragon halt. Du kannst jeden dieser Effekte nur einmal pro Runde aktivieren. Hat 2.8 ATK, 2.5 Death. Gefällt mir sehr der Effekt, aber wie gesagt, müssen wir uns erstmal noch die Odd Eyes Variante anschauen. Ansonsten hat das Deck schon echt krasse Karten. Die Magicians und der Performer Pal Joker auf jeden Fall richtig krass. Und die Zauberkarte, die Searched. Opening wird folgen und dann auch noch ein bisschen mehr Erklärung. Vielleicht wird sich Chong für die Regionals am Wochenende auch Pepe bauen mit den neuen Karten. Dann wird natürlich ein Deckprofil folgen und dann wird er euch natürlich seine Meinung zu den neuen Karten erzählen. Ansonsten kommt drauf an, wer beim Opening dabei ist. Werden die Personen auch nochmal was zu den Karten erzählen. Ansonsten am Wochenende Funtainment München Regionals. Falls ihr in der Nähe seid, schaut vorbei.
und auch ein Pendulum Structure Deck Turnier haben die. Kann man halt ein Structure Deck kaufen zum Normalpreis und dann bei so einem Turnier mitmachen, wo jeder nur mit dem Structure Deck antritt und dann gewisse Preise zu gewinnen. Findet Donnerstag, Freitag und Samstag statt im Funtainment. Also falls jemand zu Regionals kommt, ist das so eine Art Zeit-Event, falls man noch drauf Bock hat. Ansonsten war's das. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unten in der Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet's nicht.